Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Side 2. Ja, wir sind beim letzten Mal stehen geblieben bei dieser tollen Verteidigungsschlacht. Ich wollte das Video dann auch direkt, also ich wollte die Aufnahme dann direkt weiter fortführen. Allerdings mir dann im nächsten Part dann die Aufnahme abgeschmiert. Und ja, müssen wir halt jetzt wieder an anderer Stelle weitermachen. Und vielleicht können wir uns heute auch mal so mit den Certs beschäftigen, also mit den Certifications, die wir gesammelt haben, mittlerweile 80 Stück. Davon kann man sich schon das eine oder andere Upgrade gönnen. Aber ich würde sagen, fürs Erste suchen wir erstmal eine Schlacht. Und da bietet sich doch das... hier sind zu wenig Allies. Theoretisch ist das so... dieses Zorwa Biolab anbieten, aber da sind zu wenig Allies eigentlich. Also zu wenig eigene Leute. Ja... Was könnten wir tun? Wir können natürlich auch mal auf den anderen Kontinenten vorbeischauen, was wir, denke ich, auch mal tun werden. Dann nehmen wir die auch mal, wir waren ja bisher nur auf Inda. Und ja. Jo, dann können wir mal zum Amerish Eastern Warp Gate fliegen. Oder reisen, besser gesagt. Ja, hier ist aber auch nichts los. Dann gehen wir mal nach Esamir, das ist der Eiskontinent. Okay. Ich glaube, am besten ist immer noch das Inder Warp Gate. Oder wir benutzen einfach Instant Action, das ist, glaube ich, am besten. Dann gucken wir mal, wo es uns hin verschlägt. Wir sind von der Inder und wir sind erwartungsgemäß am Biolab angekommen. Oder südlich davon, glaube ich. Die Sova South Fortress. Ja, da wären wir. Ich hoffe, dass das Spiel einigermaßen läuft, weil ich habe neue Grafiktreiber von Nvidia, das sind allerdings Beta-Treiber. Habe ich einfach mal eingespielt. So, Headshot. Geht schon mal gut los hier. So kann es weitergehen. Noch Bewegung. Ich habe da noch Bewegung vernommen. Jawohl, wusste ich es doch. Okay. Oh, da sind aber schon welche in der Basis. Muss ich doch direkt mal wieder zurückrennen hier. Das ist noch ein Shield Generator. Ja. Aber irgendwie kümmert das noch keinen. Uns auch neu ist jetzt gerade, ich glaube, dem letzten Patch. Also zwischen dem letzten Video und jetzt gab es mal einen Patch. Und es gibt jetzt ein Missionssystem. Und da kriegt man halt Missionen zugewiesen und kriegt da so ein bisschen Bonus-XP, wenn man halt die Mission erfüllt. Und unsere Mission wäre halt, die Inder-Excavation-Site zu capturen. Irgendwie ist hier gerade kein Eingang in die Basis. Kann das denn? Ist der echte, ist da vorne an der Straße. Macht natürlich Sinn. The control console is under Veer's influence. Wird hier schon von Snipern beschossen hier vom Biolab. Oh, da ist ein Panzer. Und Sandra. Oh, bitte. Nein! Ich glaube, ich habe mir keine gute Route ausgesucht, um wieder in die Basis reinzukommen. Dann machen wir das mal auf herkömmlichem Weg. Und spawnen einfach neu. Ja, mal gucken. Also ich denke mal, wir werden jetzt hier mal so ein bisschen mitkämpfen. Mal gucken, was so geht. Vielleicht nochmal, weiß ich nicht, selber mal einen Panzer benutzen. Wobei ich sagen muss, dass ich von den Fahrzeugen überhaupt keins beherrsche. Also... Auch wenn zum Beispiel die Panzer recht einfach zu steuern sind, aber man kann da doch halt entweder gut mit sein oder halt auch eben nicht. Und ich bin es eher nicht. So... Jawohl, den haben wir erwischt, auch wenn wir jetzt den Kill jetzt irgendwem geklaut haben. Irgendwas ballert hier rum, heftig rum. Okay. Ah,
Hier, Medic, heil mich mal. Heil mich. Oh ne, ist ein Ingenieur, der repariert den Max. Okay, ja gut, der kann mich natürlich heilen, ist auch so ein Medic. So, die Basis haben wir fast verteidigt. Noch 7 Sekunden, dann wird's wieder unangefochten uns. Ja, Facility defended. The facility is secure. Excellent work. Oh. Okay, getroffen haben wir. Aber jetzt ist natürlich der Panzer auf uns aufmerksam geworden. Kill Assist nehmen wir natürlich mit. Schon wieder nur Assist. Nein! Und da kommt natürlich einer um die Ecke. Der Religious Bob. Aha. Oh, 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 ich werd geretzt. Das ist schön. Ein Traum. Oh, oh. Nein! Ah, hätte man mal besser nicht angenommen. Aber gut. Da wusste man auch nicht, dass da so ein Panzer vor der Haustüre parkt. Hier wäre was los. Naja. Okay, nehmen wir uns mal ein kleines Fahrzeug und fahren mal nach hier oben. Zum Sorber Data Storage. Jetzt nochmal einen persönlichen Wegpunkt. Den sehen wir jetzt da in 600 Metern Entfernung. Ist der ganze Spaß verfügbar. Also gehen wir hier an so eine Fahrzeugkonsole. Könnte ich jetzt so einen Lightning, einen Harrisser nehmen, Thunderer. Mag Rider, das sind die großen Panzer, oder den Lightning, oder den Flash, damit sind wir am schnellsten da. Aber nehmen wir einfach mal Lightning. Komm, wir probieren mal ein bisschen Panzerfahren aus. Haben da auch schon direkt die ersten Ziele. Ja, so sieht das aus. Kann auch die Außenansicht schalten. Ja, so sieht der Lightning, der kleine Panzer, den haben wir alle Fraktionen. Auch den gleichen, unterscheiden sich die Fraktionen nicht. Schlecht, ich treffe gar nichts. Wow. Ja, das kriegt man ja kaum mit, wenn man getroffen wird. Also ich habe da nur diesen Maschinengewehrbeschuss und der ist ja eigentlich nicht bedrohlich. Den habe ich mitbekommen, aber den Rest irgendwie nicht so. Na gut. Das Blöde, was ich ein bisschen schade finde, ich meine, man hat ja die Begrenzung, das hatte ich ja schon mal erwähnt, durch Ressourcen. Also man kann sich ja, hier, da seht ihr jetzt unten, ganz unten, wie viele Ressourcen ich von den ganzen Sachen habe. Hier für Landfahrzeuge noch 202, für Luftfahrzeuge noch 750. Und darüber, ja, kauft man sich die Fahrzeuge so quasi. Und, ja, was ich persönlich ein bisschen blöd finde, was wird mir geschossen? Was ich halt persönlich ein bisschen doof finde, ist der Umstand, dass dann die Fahrzeuge zusätzlich, hier hinten über die Konsole, zusätzlich noch Cooldown haben. Weil ich finde irgendwie, das ist so eine doppelte Begrenzung. Ich glaube auch 15 Minuten, also relativ lange. Das heißt, wenn man halt, ich sag mal, nicht so gut ist im Panzerfahren, kann man es auch irgendwie eigentlich nicht üben. Das ist ein bisschen doof. Hier, ja, 13 Minuten oder so. Es gibt dann Upgrades, die man sich holen kann, die das ein bisschen verkürzen. Und den kann ich mir jetzt halt nicht mehr leisten. Ich nehme jetzt mal, nehmen wir mal so einen Flash und fahren zu dem Wegpunkt, den wir uns gesetzt haben, oder vielleicht noch nicht, weil hier scheint jetzt auch irgendwie wieder mehr Action zu sein. Ein Flash, so ein kleines Quadbike. Ist richtig schnell. Oh. Und das war wie immer keine gute Idee. Verdammt, das gibt's doch nicht. Dann, ja. Ach ne, falsche Richtung.
Ja, oder schon mit Flugzeug. Gibt's hier überhaupt Flugzeuge? Ich glaube, hier in der Basis nicht. Gibt's nämlich, also Fluggeräte gibt's in der Regel nur in größeren Basen. Und das finde ich an dem Fahrzeugsystem so ein bisschen blöd an dem Spiel. Man kann es einfach nicht üben. Also jetzt, ja gut, jetzt an einem Flash, da gibt's nicht viel zu üben. Aber der steht da eigentlich noch irgendwo. Mal gucken, ob wir dran kommen. Sehen wir rechts. Also wenn man aus dem Fahrzeug aussteigt, hat das. Ja, überlebt das Ganze da noch so ein bisschen, bis es dann von selbst zerstört wird. Die Zeit entspricht aber nicht dem Cooldown. Ich sehe gerade, das Ding ist kaputt. So, hier haben sich irgendwelche eingenistet. Wow. Mit einem Thunderer. Ist mir doch direkt mal so ein Sniper entgegengehuscht. So, das ging doch ganz gut. Hey, wir haben von unserer Waffe eine Medaille bekommen, also nochmal 10 Certifications mehr, also schon mal 97! Well, Killstreak. Ey, blöd. Ha! Den einen habe ich schon erwischt mit dem Headshot, mit der Pistole, jawohl. Ja, so muss das sein. Auch mal ein bisschen Glück haben. Hey, über 1000 XP haben wir jetzt in dem einen Lebenszyklus, wenn man den so will, erhalten. Kann nicht sein, hier muss doch mal einer Thunderer hinstellen. Das kann man doch gar nicht da spawnen. Was soll denn das? Ja, ich habe leider keine Ressourcen mehr für Fahrzeuge und ich werde gerade im Skype, nicht im Skype, im Steam zugespammt. Also das Ding hier ist auf jeden Fall relativ safe jetzt. Da nur noch so ein Widerstandsnest. Ich werde aber gleich nochmal Instant Action benutzen, vielleicht kommen wir woanders hin. Ah ja, der Typ hier vorne heißt You Are Useless. Welchen Namen hasse ich ja immer in so Online-Spielen. Keine Ahnung. Irgendwie unnötig sowas. Ziemlich unkreativ. Aber gut. Das ist etwas, soll sich jeder nennen, wie er will. Leider haben, also solche Spiele haben ja oft eine Naming Policy, dass man sich also nicht irgendwie, keine Ahnung, wie man will nennen darf, aber leider wird die immer nur sehr unzureichend umgesetzt, finde ich. Naja, wir suchen mal die Action. Ich glaube, hier ist jetzt nichts mehr. Wir nutzen mal die Instant Action wieder und gucken, wo wir noch hilfreich sein können. So. Dann werden wir mal wieder gedroppt hier. Ich frage jetzt mal wo gerade. Aber sind wir hier? Auf jeden Fall ist es eine Verteidigungsschlacht, wie es aussieht. Mann, warum müssen die so viel aushalten? Auf jeden Fall gegen die Terran Republic. Wo sind wir denn hier? Aha. Oh. Komm schon. Das sieht schon so zurückgedrängt aus hier. Kill Assist. Ja. Da müssen wir noch am Aiming arbeiten.
Oh, wow. Da kommt ein Lightsword angeflogen. Ja, die können halt, sind halt mit ihren Jetpacks sehr, sehr mobil und können mal eben so eine Basis hochfliegen. Also wir sind jetzt hier, hier sind wir gestartet, da ist das Warp Gate. Und jetzt sind wir hier am Crimson Tower Bluff. Ja, Crimson könnte man mit Blutrot übersetzen. Also Crimson ist auf jeden Fall eine bestimmte Rottönung. Wow. Da waren sie schon wieder unterwegs. We've lost the control console. Das ist schlecht. Oh. Wird hier sehr massiv beschossen. Wir werden auf jeden Fall von allen Seiten angegriffen. Ah! Och Mann! Wie kommt denn der da schon wieder dahin? Wer lässt denn den da einfach so rein? We've won the control console. Das ist ja schön. Ja, also Verteidigungsschlachten können natürlich sehr lange dauern. Nein! Wo kommen die denn alle her? Oh, das war jetzt sogar ein Heavy Assault. Das ist schlecht. Und die haben keine Jetpacks. Das heißt, ja, die sind schon unten eingebrochen. Ich meine, die haben auch beide Punkte hier. Die gehören jetzt alle Punkte. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das heißt, das Ding wird nicht mehr lange uns gehören. Das heißt, wir müssen mal hier gucken, was hier so los ist überhaupt. Oh, wir schmeißen den Rauchgranaten um sich. Warum ist er da so neblig? Oh. Ups. Das war nicht so gut. We've won the control console. Okay, den haben wir nicht gekriegt, haben wir leider nur einen Assist, aber immerhin. Ah ja, ich hab dich gesehen. Du brauchst hier gar nicht so toll vorzukommen. Die Blöder Light Assault. Verdammt. Hä? Die sind echt ein bisschen wie Stubenfliegen. Die nerven immer, die Light Assaults. Na gut. Das kann auch im Kampf sehr verwirrend sein. Wenn man jetzt so auf den Light Assault zuläuft und dann hebt der auf einmal ab und dann muss man sich erstmal wieder zieltechnisch halt neu orientieren. Da muss man halt ja doch recht platt reagieren. So. We've allowed the enemy to take a control console. Oh, das Ding wird noch 11 Minuten uns. Den hab ich erwischt mit dem Raketenwerfer, du musst das. Naja gut, so muss es eigentlich nicht. Ist ja eigentlich für Fahrzeuge gedacht, das Ding, aber. Wenn da schon mal jemand so freiwillig reinläuft. Finde ich das legitim. So. Okay, hier kommen sie runter. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, was ich jetzt hier mache, aber. Ah, einen haben wir schon mal. Dann wollen wir doch mal die Punkte wieder einnehmen, kann doch nicht sein. Da habe ich noch erwischt. So. Ah, nein.
nicht mich töten, tötet ihn anders. So, den Thunder auf jeden Fall beschießen. Oder ist das Panzer sogar? Nee, es ist ein Thunderer. Scheiße, ist getroffen. Ich glaube, ich habe aber nicht mehr genug Raketen dafür. Warum halten die Fahrzeuge in diesem Spiel eigentlich so viel aus? Ah, Mist. Verdammt. Aber läuft, läuft. Wir haben jetzt noch 2 Punkte. Das bedeutet, dass die auf jeden Fall nicht die Kontrolle gewinnen über die Station. In 9 Minuten gehört die Station wieder vollständig uns, dann gilt hier auch als verteidigt. Das wäre doch ein kleiner Erfolg. Ich finde es übrigens gut, dass Fallschaden hier auf den Schild geht, erstmal. Außer der Fallschaden ist natürlich zu groß. Aber finde ich auf jeden Fall sehr gut. Die Schilde laden sich natürlich so schön wieder auf. So. Weiter weg. Nein, Gott, war das mies. Das war richtig schlecht. Da rennt er die ganze Zeit gemütlich vor mir her. Ich treffe nicht und treffe nicht und treffe nicht. Ja. We've taken a control console. Verdammt. Naja, aber kann man mal machen. Ne? Kann man mal machen. Ja. Ah, nein, 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 nein! Verdammt! Erstmal schon mal tierisch dumm da runter zu springen, das heißt, ich hätte auf jeden Fall Schaden bekommen. Zweitens bin ich dann natürlich noch genau vor so einem Panzer gelaufen, oder gesprungen, besser gesagt. Und das ist so doppelter Suizid quasi. Einmal reicht nicht. Ja. So, hier kann man aber einigermaßen runterjumpen. Hey, das Ding gehört uns sogar wieder fast komplett. Das finde ich gut. Und wir haben auch alle Punkte. Wir können die Gegner so langsam ein bisschen vertreiben. Das nenne ich doch mal dann eine gelungene Verteidigung. Oh. Ah, schade. Aber ich glaube, das war nicht mehr knapp. Nee, war es, glaube ich, nicht. Ja, können wir anscheinend zum Angriff übergehen. Oder, na, ich warte noch, bis die Station hier voll verteidigt ist. Das gibt ja auch noch ein bisschen XP. Wenn jetzt hier schon kein Gegner mehr in der Nähe ist. Ah, Power Rush, Capture. Ja, es gibt immer diese Alerts, da muss man immer irgendwie eine bestimmte Anzahl von irgendeinem Typ Stationen einnehmen. Dafür halt XP. Oh, noch 42 Sekunden. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zum Warp Gate und dann beschäftigen wir uns mal ein bisschen mit den Certs.
True. Da kommen noch 21 Sekunden. Moment mal, hier müsste aber Flieger geben, ne? Ich kann mich ja mal. Ah, ne, erstmal vielleicht mal nächste Folge oder so, um mich mal in so einen Skyfer, also in so einen Jäger setzen. Ja, komm, Defend. Ah, das ist sogar eine Mission, das ist ja gut. Yay. The facility is secure. Excellent work. So, dann redeployen wir nochmal. Und zwar an das Inner Northern Warp Gate. Ich glaube übrigens, dass man mittlerweile die Warp Gates doch übernehmen kann, aber dann irgendwie wohl gewechselt wird, wer wo startet. Aufgrund der Asymmetrien in der Karte, glaube ich. Irgendwie sowas. Ich meine, da gäbe es eine Warp Gate Rotation. Bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ging das früher nicht, da war jedes Warp Gate fix. Naja. Ich würde sagen, wir gucken mal ein bisschen in die Certs. Wir haben uns jetzt schon über 100 erspielt. Und die Certs, es gibt Certs auf mehreren Ebenen, also Certifications oder Upgrades. Beziehungsweise Certifications, die man auf mehreren Ebenen ausgeben kann. Zum Beispiel, wenn wir da mal in, in Classes gehen, dann sehen wir hier so die Infanterieansicht. Und dann können wir jetzt zum Beispiel hier Heavy Assault Certs holen. Und dann sieht man hier den Universal Utility Slot. Da kann man so ein Medical Kit holen, ein Restoration Kit. Dann Heavy Assault Ability Slot und so weiter. Da kann man sich halt, wie gesagt, verschiedene Sachen holen. Und, das, ja, warum schießt mich denn da einer an? Mensch. Und, ja, das funktioniert dann so. Ich gehe jetzt mal auf Classes, genau. Man hat hier halt den Ability und den Suit Slot. Dann hat man einen Grenade und einen Utility Slot. Und dafür kann man sich halt diese Upgrades holen. Dann gibt es natürlich nochmal Slots für die Waffen. Gibt auch mal den Optic Slot, den Barrel Slot, den Rail Slot und den Ammunition Slot. Und dann gibt es noch Camouflage. Aber Camouflage ist optional. Das sind einfach nur Tarnfarben, die man sich sogar nur für Echtgeld besorgen kann. Die kann man sich leider nicht erspielen. Aber das ist ja auch nicht so weiter schlimm. Irgendwie muss ein Free-to-Play-Game natürlich auch Geld verdienen. Und ja. Und dann gibt's halt hier den Ability-Slot. Und eine Ability vom Heavy Assault ist zum Beispiel, dass man diesen Heavy Shield hat. Und dann gibt's hier halt diesen Nanite Mesh Generator. Und der bewirkt halt, dass dass quasi ein Damage Absorb Shield, genau. Und muss sich aufladen, nachdem es eine gewisse Menge Schaden aufgenommen hat. Dann gibt es noch den Suit Slot. Da haben wir, was haben wir da drin? Ich glaube, haben wir überhaupt da irgendwas drin? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall ist hier persönlich immer, finde ich, ganz gut, die Flak Armor, weil sie halt vor Explosionsschaden schützt, auf der ersten Stufe, für einen Cert übrigens, holen wir uns auch mal direkt, kriegt man halt 10% Damage Reduction von Explosionen und ihr habt es gesehen, denke ich, hier explodiert ständig irgendwas. Und dann holen wir uns auch mal das nächste Upgrade. Und fürs nächste müssen wir jetzt schon 50 ausgeben. Das wollte ich aber ungern machen, weil ich wollte mir noch andere Sachen holen. Dann kann man sich auch Granaten-Upgrades kaufen, die sind aber erstmal nicht so wichtig. Dann gibt's noch C4, das ist ganz nett. Dann kann man Fahrzeuge ziemlich easy in die Luft jagen. So, und da muss man das natürlich auch equippen. Das können wir hier machen. Flak Armor ist jetzt equipped in unserem Suit-Slot. Und hier haben wir auf die frühere Ansicht. Und dann haben wir den Nanite Mesh Generator Stufe 1. Den können wir eigentlich auch mal direkt upgraden. Ist eigentlich eine recht wichtige Fähigkeit. Und ja. So, dann haben wir noch 91 Certs. Hier sieht man die Certs. Hier sieht man auch noch Station Cash. Für Station Cash kann man sich halt. Das ist halt die Echtgeldwährung. Und ja, darüber kann man sich halt auch die ganzen Sachen halt etwas schneller holen, als wenn man sich ja spielt. Aber wir wollen es natürlich möglichst spielen. Und dann gibt's noch Waffen-Upgrades, da werden wir uns vielleicht auch was holen. Und zwar gibt es hier. Also mal, wer schießt mich denn hier andauernd? Was soll denn das? Gibt's hier verschiedene Visiere. Ich kaufe mir dieses HSNB Scope.
Nanite Systems HS NVScope has no magnification but provides high contrast outlines to nearby objects and illuminates nearby soldiers. Das ist nämlich sehr gut. Man kann es nämlich auch hier, da seht ihr es, für 50 Station Cash kaufen, also für echt Geld. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das gerade in Euro wären oder so. Aber wir können es auch für Certs kaufen. Dann machen wir das mal, ja, locken wir das mal an. Und equippen das auch mal direkt im Optik-Slot. Ja, genau. Und da muss man natürlich noch zu so einem Waffenterminal gehen, wenn man so Upgrades auf eine Waffe. Jetzt wird dann auf Resupply klicken und dann seht ihr, jetzt haben wir so ein schickes Visier. Oh, das sieht eigentlich ein bisschen klobig aus. Aber, ja, wir können damit sehr deutlich Gegner jetzt sehen. Und, ja, das wird uns so die nächsten Parts begleiten, das Ding. Genauso wie der, die Flak-Armor und der verbesserte Schild. Nanite Mesh Generator. Dann würde ich doch mal sagen, beende ich an dieser Stelle mit ein paar kleinen Upgrades den Parts. Ja, und würde mich freuen, wenn ihr auch weiterhin dabei seid. Und würde mich auch über Feedback freuen, natürlich. Und sagt dann bis zum nächsten Mal bei Planet Side 2. Bis dahin, tschüss.